Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Survival of the Mars. Wir waren dabei, hier dieses Moxie aufzubauen. Die haben es gerade aufgebaut, die Drohnen. Jetzt müssen wir es nur noch mit Drohnen an die Koppel anschließen, würde ich sagen. So. Wunderbar. Ja, was sagt ihr denn dazu? Bestens, ja? So, und jetzt versorgen wir noch die... Warte mal. Nee. Mit Strom? Haben wir die jetzt mit Strom versorgt? Ja, mit Strom und Wasser, mit Moxie. So, bauen Sie Moxie, versorge den Strom. Die ist auch mit Strom versorgt, okay. Koppeln und Sauerstoffbedarf zu decken. Vergiss nicht, dass Wasser und Sauerstoff durch Rohre transportiert werden, die an den bestimmten Punkten neben dem Gebäude angeschlossen werden können. Okay, wir haben noch eine Möglichkeit, einen Anschluss, bitteschön, und zwar direkt hier. Ah, jetzt haben wir schon einiges schon an, zu wenig Strom. Aber wir haben es geschafft. Mission abgeschlossen. Gut gemacht. Du hast die Mission Simulation erfolgreich abgeschlossen. Du kannst gerne, wie man, du hast gelernt, wie man mit Strom, Wasser und Sauerstoff umgeht. Darüber hinaus weißt du jetzt auch, wie die Wartung funktioniert. Du kannst jetzt eine einfache Kolonie für die ersten menschlichen Pioniere auf dem Mars errichten. Im nächsten Tutorial erfährst du alles über Kolonisten, ihre Bedürfnisse. Du kannst jetzt direkt damit fortfahren oder einfach ein neues Spiel starten und später wieder hierher zurückkehren, wenn du mehr darüber erfahren möchtest. Ne, wir machen den Tutorial für Kolonisten noch fertig, weil wir wissen nicht, wenn wir das neue Spiel dann beginnen, wie wir das alles... alles bisherige war eine Vorbereitung auf diesen Moment. Die Ankunft der Gründer. Unsere ersten Kolonisten werden Gründer genannt. Sobald sie Fuß auf dem Mars setzen, beginnt eine Testphase, bei der ermittelt wird, wie gut sich Menschen auf dem Mars schlagen. Es werden keine weiteren Kolonisten von der Erde ankommen, bis das Gründerstadium endet. Sei vorsichtig, wenn alle deine Kolonisten während dieser Testphase sterben, wird die Mission abgebrochen. Viel Glück, Kommandant. Oh, also... Man hat eine hohe Verantwortung bezüglich sieht schön aus. Unterkünfte. Der Grundstein für eine Ankunft der ersten Kolonisten wurde bereits gelegt. Sie müssen nur noch Wohnräume für die Gründer zur Verfügung gestellt werden. Okay. Wohnanlagen werden innerhalb der Koppel gebaut. Der Platz im Koppel ist begrenzt, deshalb sollte der Bau jedes Gebäudes sorgfältig geplant werden. Baue eine Wohnanlage an der markierten Position. Das machen wir doch gerne. So. Gehen wir hier Häuser, Bildung und Forschung hinein. Wohnanlage. Bietet Wohnraum ruhende Bewohner. Regenerieren schneller Komfort als in anderen Wohnungen. Kosten 6, Verbrauch 1 Strom. Wohnraum. 14 Wohnraum kriegen wir dafür. Platzieren wir. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Wie funktioniert denn das? Kommen jetzt die Bots da rein? Die kleinen... Ach, da gibt's schon, siehst du, da holen sie schon ihre Pakete. Ah, guck mal, wie viele. 1, 2, 3, 4 Akkus hat er hier hingebaut. Dann hat er noch hier, was ist das hier? Sauerstofftank. Den haben wir nicht hingebaut. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Windräder. Und obwohl die Akkus hier eigentlich voll sind. Naja, gut, okay. Ja,
Wir haben jetzt keine Treibstoff. Doch, da ist der Treibstoff. Treibstoffe, Raffinerie, Wasserextraktor. Dann haben wir hier unseren Moxi. Ja. Und hier die Feuchtigkeitsvaporator. Dieses Wort, ey, das kenne ich in meinen Vaporator. Okay. Wir gucken mal. Es sind noch keine Kolonisten da. Es wird noch gebaut. Interessant. Okay, die gehen alle von hier rein durch die Schleuse. Also der geht rein, die Schleuse ist zu, die gehen dann durch. Aha, sehr gut. With all preparations complete, the colony is ready for the arrival of the founders. Abschluss sind diese Kolonien für die Ankunft der Gründer bereit. Fordere eine Passagierrakete in der Nachschubdings an. Okay. Passagierrakete. You can inspect all available applicants and determine which ones will travel to the colony. Okay, wir müssen dann noch hier die Kolonisten auswählen. Koloniereisende dürfen. Kolonisten sind nach Alter, Spezialisierung und verschiedenen Eigenschaften sortiert. Du kannst in jeder Kategorie mit Hilfe der Symbole Daumen hoch, runter erwünscht und unerwünscht Eigenschaften festlegen. Kolonisten mit mehreren gewünschten Eigenschaften gehen an Bord der Rakete. Kolonisten mit einer unerwünschten Eigenschaft werden abgewiesen. Want to review and handpick individual candidates for the founders. Okay, es empfiehlt sich, Gründerkandidaten individuell zu begutachten und manuell auszuwählen. Du kannst Bewerber hervorheben, und um dir ihre Stärken und Schwächen anzusehen. Besonders bei Gründern empfiehlt es sich, von dieser Option Gebrauch zu machen, damit du die genaue Anzahl der benötigten Spezialisten und die Stärken dieser Kolonisten manuell auswählen kannst. Okay. Okay, Ming Wang, keine Spezialisierung, Offizier. Also, Geburtsort, schade, dass man das nicht so weiblich, junge, jugendliche Offizier. Das ist Ungarn, glaube ich, ne? Ja. Georgievia, die der ausgewählt, sind schon bereits 12. Ich muss nur starten. Hier, Botaniker, Wissenschaftler, Ingenieure haben wir. Mediziner, Botaniker, Wissenschaftler, Geologe auf jeden Fall. Okay. Das muss ich mir aufschreiben. Also Geologe. Geologe, Mediziner. Although the colonists can take food directly from a food depot, they will be happier if they can pick it up from a grocery. Kolonisten kommen mit einer geringen Menge Nahrung auf dem Mars an. Sie reicht jedoch nicht sehr lange. Wir müssen dafür sorgen, dass sie auf dem roten Planeten ihre eigene Nahrung herstellen können. Die Hydrokulturfarm kann Nahrung herstellen. Kolonisten können ihre Nahrung direkt aus einem Nahrungsspeicher entnehmen. Sie sind jedoch glücklicher, wenn sie in einem Lebensmittelladen kaufen können. Baue innerhalb einer Kuppel eine Hydrokulturfarm um einen Lebensmittelladen. Okay, wir öffnen nochmal hier Lebenserhaltungsmaßnahmen. Hydrokulturfarm stellt Nahrung her. Der Wasserverbrauch hängt von der gewählten Nutzpflanze ab. Braucht 3 Arbeiter, eine Arbeitsschicht. Standardproduktion basiert auf den Nutzpflanzen. Okay, dann setzen wir den mal... wo setzen wir den denn ein? Hier, ne? Nee. Unterhalb gelegene Objekt blockiert immer. Muss ich das außerhalb? Nee. Hä? Bau innerhalb einer Kuppel eine Hydrokulturfarm und einen Lebensmittelladen. Würde ich gerne mal. Ach, so, jetzt da ist es doch. Oh.
Okay, verstehe. Dann machen wir es doch einfach hier hin. Und dann gehen wir auf Lebensmittelladen. Den könnten wir doch... schade, dass wir den nicht hier hinbauen können. Du musst echt ein bisschen gucken, wie du das einbaust, ne? So, okay. Die zwei sind schon mal fertig. Wir machen auf volle Pulle beschleunigen. Damit es ein bisschen mal hier vorankommt. Hier, Sul 1. Also jedes Sul... Solarzeit. Stunde 14 von... Ein Tag auf dem Mars entspricht in etwa 25 Stunden. Ein Sul, okay. Ein Sul. Ein Sul. Service buildings to keep them comfortable on Mars. Grocery that you already constructed is one such service building. Oh, Kolonisten benötigen Service-Gebäude, damit sie sich auf dem Mars wohlfühlen. Die Lebensmittelladen, den du gebaut hast, ist ein solches Servicegebäude. Verschiedene Servicegebäude befriedigen verschiedene Interessen der Kolonisten. Ein Kolonist fühlt sich in einer Kuppel wohler, die seine Interessen abdeckt. Du kannst dich jedoch nicht um jedes Interesse kümmern. Also ist es eigentlich sinnvoll, wenn man Mediziner mit Mediziner verpachtet und Arbeiterklassen mit Arbeiterklassen wieder. Okay, du musst dich jedoch nicht um jedes Interesse kümmern. In kleinen Kuppeln ist das vielleicht auch gar nicht möglich. Wenn der Komfort der Kolonisten zu stark sinkt, bekommen sie Heimweh und kehren eventuell wieder zurück zur Erde. Kolonisten, die auf dem Mars geboren wurden, haben nie Heimweh. Bau innerhalb der Kuppel eine Weltraumbar. Das ist genial, liebe Leute. Weißt du warum? Weil du züchtest, nicht züchtest, aber man hat erstmal die erste Generation, diese Gründergeneration, nach der Gründergeneration, die Leute, die im Mars geboren worden sind, kennen doch nichts mehr anderes. Und du hast das Problem des Abwanderns nicht mehr. Ne? Genial, genial. So. Warte mal, wir machen das jetzt so, Weltraumbar. Wir setzen unsere Weltraumbar da hinten ein. Genau. Die Rakete kann gerne kommen. Hier haben wir genug Platz. Sie kann hier landen. Jetzt brauchen wir nur noch Arbeitskräfte. So, da kommen schon die Kolonisten. Die ersten kommen, da sind sie doch schon. Und die rennen los hier. In großen Schritten. Na? Was bedeutet denn das? Dona. Boah, innerhalb der neue Kolonisten angekommen. 12 Stück, 12 Kolonisten haben wir. Wir können leider die Namen nicht ändern. Now that you have a space bar, you can customize its work settings. Sehr gut, jetzt hast du eine Weltraumbar, kannst du ihre Arbeitseinstellung verwalten. Die angekommenen Gründer haben automatisch damit begonnen, verfügbare Arbeitsplätze zu besetzen. Du kannst jedoch ihre Arbeitsaufgaben individuell einstellen. Wenn du das Gebäude auswählst, werden 3 verfügbare Arbeitsschichten auf der Infotafel angezeigt. 2 davon sind aktiv und in jeder Schicht arbeiten 2 Angestellte. Je mehr Arbeiter einem Gebäude zugewiesen sind, desto besser ist die Leistung des Gebäudes. Anfangs benötigen wir jedoch nicht so viele Angestellte in der Weltraumbar, da wir mit unseren begrenzten Arbeitskräften wichtige Arbeitsplätze besetzen müssen, besonders während des Gründerstadiums. Deaktiviere jede Schicht einen Arbeitsplatz, okay. Wo habe ich denn die Schichten? Warte mal. Bewohner untersuchen, Gebäude untersuchen. Außer Gebäude, Stromerzeugung. Nee, warte mal. Da war das doch, Schichten. Wir haben da eigentlich immer hier auch vorne so ein Schichtenmenü gehabt, ne? Aber okay. Wir gehen mal hier auf Schichten. Nicht zutreffen, nicht zutreffen, nicht zutreffen. Okay. Da ist unsere Weltraumbar, genau. Erste Schicht.
Einer weniger und in der zweiten gestoppte Arbeitsschicht. Okay. In der Nahrung können wir die erstmal lassen. Die arbeiten nur in der Frühschicht hier. Im Laden. Okay. Okay, zurück. Schließen. Wir können jetzt mal schließen. Der aktive Reihen arbeitet pro aktive Schicht in dem Weltraum, indem du die folgenden Schritte befolgst. Wähle im Weltraum Bar aus und klicke auf eine der Arbeitsplätze in den ersten zwei Schichten. Arbeitsplätze in den ersten zwei Schichten. Geburtenregelung. Durchgänge für Arbeiter nutzen, Durchgänge für Service nutzen, nimmt Kolonisten auf. Ach, hier ist es doch jetzt. Eigentlich habe ich das ja schon, aber. Ah, jetzt habe ich es erstmal richtig, genau. In der Nacht gibt es jetzt erstmal nichts in der Anfangsphase. Oh, das Spiel ist so genial, liebe Leute. Ey, Hammer. Beste Game ever, ey. Gesunde Kolonisten im arbeitsfähigen Alter können jederzeit jede Arbeit verrichten. Die Leistung an den jeweiligen Arbeitsplätzen ist von Kolonist zu Kolonist unterschiedlich. Manche Gebäude sind effektiver mit Arbeitern, die eine bestimmte Spezialisierung haben. Wissenschaftler sind beispielsweise am besten für die Arbeit in einem Forschungslabor geeignet. Selbstverständlich, baue innerhalb der Kupplung ein Forschungslabor. Wir bauen mal schnell ein Forschungslabor auf. Warte mal. Da. Forschungslabor. Wir drehen die ganze Geschichte so rum. So, so passt sie am besten, genau. Was ich nicht verstehe ist, naja gut, jetzt können wir die nicht mehr abbauen. Die Kolonisten schlafen jetzt alle. Ey, man kann die sogar sehen, man kann die hier drinnen sehen. Unbelievable. Wohnanlage. Guck mal, dann siehst du, wer hier bewohnt. In dieser ganzen Wohnanlage. Da hier, wenn wir jetzt wahrscheinlich auf den... Es ist einer von den beiden hier. Da ist er doch, da. Kayan Banchki, ausgebildeter Wissenschaftler, die Geheimnisse des Kosmos aufdecken möchten. Er holt sich in Wohnanlage. Arbeitslos im Moment. Altersgruppe kommt aus Indien. Geburtsort ist, kann man leider nicht auswählen, da hier in den, auf jeden Fall erkennt man die Kuppel. College 1, Wohnort, Wohnanlage, arbeitslos, Wissenschaftler. Sein Gemütszustand sehen wir hier, seine Gesundheit ist auf 100, Besonderheiten, Komfort ist 50, Moral repräsentiert die Zufriedenheit des Optimus und die Loyalität aller anderen Werte wirken sich auf die Moral aus, beeinflusst die Arbeitsleistung des Kolonisten. Im Moment bin ich wirklich überrascht von diesem Spiel. Das ist ein komplexes System. Bau innerhalb der Kuppel ein Forschungslabor. Habe ich. Wir können mal ein bisschen Gas geben, damit wir mal vorankommen. Die Entschuldigung, die Hope and Volle Hoffnung und Entschlossenheit sind die ersten Gründer auf den roten Planeten angekommen. Die nächsten 10 Souls stecken voller Schwierigkeiten und Gefahren, aber auch voller großer Versprechen und Möglichkeiten. Es liegt jetzt an uns zu beweisen, dass der Mars das Tor zu großen Reichtum und zu großen Reichtum und zur Zukunft der menschlichen Zivilisation ist. Selbst die epischen Abenteuer beginnen mit einem einzigen Schritt. Effekt: Die Ankunft zusätzlicher Kolonisten wird vorübergehend angehalten, bis die Kolonie bewiesen hat, dass das menschliche Leben erhalten kann. Deine Gründerkolonisten müssen 10 Solos überleben, also 10 Tage. Ein Solo hat 25 Stunden, haben wir gesehen, ehe zusätzliche Leute anreisen können. Die Kolonie erhält eine positive Bewertung, wenn vor dem Ende des Zeitraums ein männliches Kind auf dem Mars geboren wird. Es muss ein männliches Kind sogar sein, es darf nicht weiblich sein. Ein bisschen
bekloppt, aber gut. Falls du glaubst, dieser Herausforderung gewachsen zu sein, solltest du eine medizinische Einrichtung bauen und den Komfort der Gründer durch Servicegebäude so weit wie möglich erhöhen. Okay. So, die bauen, wir haben jetzt nachts, das finde ich auch genial, dass wenn nachts das hier immer diese Kollektoren runterfahren und sowas, ne? Wie gesagt, ich. Jetzt kommen die ersten und gehen in die Bar. Das ist doch genial, oder? Ist das nicht genial? Schaut mal her. Die fahren da mit den. Okay. Wissenschaftler bauen innerhalb der. Wir sind da noch am Bauen. Vertreib gekochte Mahlzeiten und frisches Frischwaren. Wir haben hier. Sieht gut aus. Also. Workshifts, among other things, are a way to manage your workforce. The more shifts a building has open, the more colonists it will attract to work there. Arbeitsschichten sind eine Möglichkeit, deine Arbeitskräfte zu verwalten. Je mehr Schichten in einem Gebäude aktiv sind, desto mehr Kolonisten werden dort arbeiten wollen. Kolonisten arbeiten nicht gerne bei Nacht, deshalb verlieren sie dabei an Besonnenheit. Du kannst außerdem die Option starke Auslastung aktivieren. Dadurch wird die Leistung eines Gebäudes während dieser Schicht deutlich erhöht. Das führt jedoch zu stressbedingten Besonnenheits- und Gesundheitsproblemen. Führen tut natürlich klar, wähle das Forschungslabor aus und aktiviere die zweite Arbeitsschicht. Eine Schicht reicht für einen Wissenschaftler, der muss viel nachdenken eigentlich. Okay, wir aktivieren die mal. Buildings with higher priority will be allocated workers, power and maintenance before others. Okay, Gebäude mit höherer Priorität erhalten zuerst Arbeiter, Strom und Wartung. Forschung vor Ort ist sehr wichtig für die Nachhaltigkeit und das Überleben deiner Kolonie. Deshalb sollten wir sie priorisieren. Ist klar, lege für das Forschungslabor eine höhere Priorität fest. Machen wir auch. Wir erhöhen die Priorität auf hoch. Genau. Research Lab up and running. Let's begin researching some technologies. Das Forschungslabor ist einsatzbereit. Wir sollten mit der Erforschung einiger Technologien beginnen. Reihe auf der Forschungsanzeige mindestens 3 verfügbare Technologien in die Warteschlange ein. Okay, Warnung, keine Forschungsprojekte ausgewählt. Forschungslabor umbenennen, nein. Wir haben hier 3 Wissenschaftler, Ivailo Gospodinov und Donna Jeffson, Gilbert Arnoard. Okay, wir sollen hier 3 Stück einreihen. Ich würde vorschlagen, automatisierter Sensor, ganz dringend. Erhalte einmalige Geldmengen in Höhe von 1 Million, nein. Ist für mich nicht interessant. Produktivitätsausbildung, sozial. Ingenieure und Geologen erhalten plus 10 Leistung, wenn sie in ihrem Spezialgebiet tätig sind. Live vom Mars. Auf der Erde erscheinen mehr Bewerber. Erde, Mars, Energie erhöht die Forschung durch Sponsor. Für mich uninteressant. Reihe auf den. Okay, hab ich verstanden. Moment mal. Low-G-Hydrothese, Ingenieurswesen, Polymerfabrik. Können wir nehmen, weil wir haben Wasser. Wasser ist da. Okay. Drohnen-Schwarm-Robotik. Drohnen-Hubs werden mit 2 zusätzlichen Drohnen gebaut und das Maximum an Drohnen wird auf 80 erhöht. Low-G-Pilze, neues Gebäude, Pilzfarm. Eine nahrungsproduzierte Gebäude außerhalb der Kuppel. Alle Pilze sind essbar, manche jedoch nur einmal. Nutze des Erdreichs. Neue Gebäudefarm produziert Nahrung, eine große Gebäude innerhalb der Kuppel. Das effiziente Arbeit und keinen Strom benötigt. Nee.
Extraktion, Verstärkung, Physik, Extraktion, Upgrade, Verstärkung erhöht die Produktion um 25%, um den Stromverbrauch um 10%. Unterirdische Beheizung erhöht die lokale Temperatur in kalten Gebieten und schützt nahegelegene Gebäude. Nee. Low-G-Turbinen, Windrad-Upgrade, erhöht Erzeugung. Das auf jeden Fall. Low-G-Antrieb, Robotik, Drohnen bewegen sich. Das ist auch gut. Erkundet Key, Generate Protest. Jedes ferngesteuerte Erkunde 100 mehrere Fahrzeuge sorgen für Verluste durch Zusammenarbeit. Und was ist das hier? Neue Spitzengebäude. Wasserrückgewinnung. Reduziert den Wasserverbrauch innerhalb der Kuppel drastisch. So, ich glaube, wir haben jetzt 5 ausgewählt und die fünf eignen sich in meinen Augen. Wir können mal hier fortschrittliche Mars-Triebwerke. Raketen und Shuttle benötigen weniger Treibstoff. Nee. Ist für mich erstmal uninteressant. Neues Gebäude, Artpanel, Gebäude zur Unterbringung vieler Kolonisten. Wir können ja sowieso jetzt niemanden anfordern. Systematische Ausbildung. Wissenschaftler und Botaniker erhalten plus 10 Leistungen, wenn sie in ihrem Spezialgebiet tätig sind. Das hätte ich noch nehmen können, aber ich lasse es jetzt gerade so stehen. Jawohl. Glückwunsch, du hast sämtliche Vorbereitungen für ein erfolgreiches Gründungsstadium getroffen. Es dauert 10 Zulus, bis das Gründerstadion abgeschlossen ist. Sei vorsichtig, sollten alle Kolonisten während dieser Zeit sterben, wird die Mission abgebrochen. Mit der Geburt eines Babys auf dem Mars während dieser Zeit wird das Gründerstadium vorzeitig abgeschlossen. Dazu kann es nur kommen, wenn der Komfort deiner Kolonisten sehr hoch ist. Okay, wir speichern mal von hier aus. Warte mal, liebe Leute. Wir können leider nicht speichern. Erfolge, Lexikon. Okay, Foto. Oh, wir haben das geschafft. Mehrere Kuppeln. Wir können die nächste Tutorial machen, aber das machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Es war wirklich spannend. Also wirklich, das ganze System ist genial. Und wir sind noch am Anfang. Wir haben noch nicht viel an Forschung und sonstiges betrieben. Ich bin mal gespannt auf dieses Spiel. Es wird ein paar Folgen davon geben. Ja, bleibt am Ball. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht abonniert habt. Ne? Lasst ein Like da. Das hilft den Algorithmus. Ne? Ich sag's auf Arabisch. Algorithm ist ja auch ein arabisches Wort. Das Video natürlich nach oben zu pushen. Es hat mich gefreut. Ich hoffe, dass ihr auch wieder in der nächsten Folge dabei seid. Bis dann.